So, und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video von The Callisto Protocol. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. 121 E. So sollte ich zur Kuppel kommen. Muss nur den Tank leeren. Muss nur den Tank leeren. Ah ja, und dann die Leiter hoch zur Zugangsluke. Elias, hast du es bald? Jawohl, bin gleich fertig. Aber zuerst muss ich dieser Wache den Code abschalten. Jo. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Kuppel. Hopsala. Und kämpfen uns jetzt ja hier mehr oder weniger durch diese komische Station hier weiter. Okay, 10 Schuss. 10 Schuss habe ich noch. Ich habe noch. Ja, okay. 10 im Magazin und 11. Ey, waren wir auf jeden Fall im letzten Video ja schon. Und ganz so genau weiß ich auch gar nicht mehr, wo wir waren, weil. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Inventar voll. Okay. Ich glaube, hier haben wir letztes Mal aufgehört. Bin mir nicht sicher. Doch, ich meine, hier haben wir letztes Mal aufgehört, weil hier ist auch. Nee, doch nicht. Doch. Ich wollte sagen, hier war doch so ein Ding. UJC Dog zu ihren Diensten. Verkaufen. Da habe ich mir die Schrotflinte gedruckt. Oh, stimmt, die habe ich noch gar nicht. Die habe ich da nicht mehr gemacht. Ja. Warum jetzt so ein Vollleben? Ja, und ich weiß, dass hier in den. Da geht's ja noch weiter, Kann ich sehen. Hier in den Nachbarraum auch noch. Da liegt einer. Inventar voll. Ja, doof. Energieumwandler. Ja, so war das. Zack, 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 da Energie und Wodka kaufen. UJC Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Geil, Witz hier, ne? Kaufen. 1800. Gut, dann kaufe ich jetzt die Besserung für die Pistole. Qualitätsprüfung bestätigt. Scheiß drauf. Jetzt habe ich die wenigstens Pistole schon mal vollständig verbessert. Oh, was denn? Altfeuer. Waffen, die mit alternativen Feuermodus abgewählt wurden, bieten eine höhere Feuerkraft. Wir brauchen jedoch mehr Munition drücken. So, wo war's denn? Da war. Ah, okay, da unten liegt auch noch einer. Scheißegal, ich weiß nicht, wie ich die Viecher gepackt machen muss. Schieße ich dreimal auf die Füße, damit du die Füße wegkriegst. Und das ist auf jeden Fall ein Mensch, oder? Oder was ist das? Du armes Schwein. Digga, er lebt noch. Vorbei.
Der ist wirklich ein armes Schwein, wa? Shoot the Tentakel. Nee. Doch, Tentakels. Aber auf welche Tentakel soll ich schießen? Beide Tentakel verursachen Munition bei dir. Tentakelmutation. Freie Tentakel sind eine Warnung, dass der Gegner kurz davor ist, zu einer Shaker-Form zu mutieren. Mutierte Gegner haben mehr Gesundheit und stärkere Angriffe. Okay. Schieße auf die vorgelegten Tentakel, um den Gegner schnell zu töten. Stampfe auf den Gegner auf den Boden, um zu verhindern, dass sie weiter mutieren und wieder angreifen. Alles klärchen, Popärchen. Oh, 28 sogar. 28 Callisto-Credits. Danke. Für 28 Credits. Komm schon her. Er hat da selber so ein gar nicht eklig, oder? So ein mutierten Arm. Also heißt, er steht gleich auf. Das kann ich nicht zulassen. Glück gehabt. Ach so, das ist hier. Ja, okay, jetzt weiß ich, wo das ist. Ja, das ist die andere Tür. So. Ja. Credits sind die hier nicht so spendabel. Ja, Munition geht. Das nicht. Zugriff gewährt. Kommt ein Obermuffi. Oder hat ewig keinen dauert. Säuberungsprozess läuft. Achtung, oh, nö, Alter, kein Bock auf. Ich bin hier in einer ganz beschissenen Ausgangslage. Hä? Von hinten, du!
Tank ist leer, Munition auch. Boah, Alter, ich hab was regnet. Säuberung abgeschlossen. Zugangsluke geöffnet. Leitersteuerung bitte aktivieren. Okay, soll es da nicht drüber, aber. Egal. Schon sein. Hallo? Achso, da. Oh, Scheiße! Kommt an! Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Ja, was hat denn bitte für eine Luke, ja? Die Dinger geben einfach nicht auf. Und gehen einen richtig auf den Sack. Eine Klärgrube hier. Das ist so ein Dead Space Kasten. Sieht aus wie ein Dead Space Speicherpunkt. Meine Güte. So sollte denn sonst sagen. Außer dass hier stockfinster ist. Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Torventil wird geöffnet. Was muss ich tun? Ich sehe einfach nichts. Woo! So eine Dead Space Rutsche. Wow! Das gab's was selbst der Space mit dem Fliegen. Wow, was ist das für ein. Ich sehe absolut gar nichts, wa? Ha, da hat er richtig. Ja, wann ist das Ding jetzt mal hier gut? Ist doch gut jetzt. Ich sehe gar nichts. Was ist das? Was ist jetzt los? Ah ja.
Ich glaube, da tut jeder. Ich glaube, jeder hat ihn. Nicht nur du. Wo bin ich denn jetzt hier? Shoot the time. Ja, wissen wir doch. Leben. Okay, da kommt raus. Munition wäre nicht schlecht, wa? Ich habe nur nicht mehr so viel. Okay, doch. Bisschen. Eine Reserve habe ich noch. Boah, Alter. Was ist denn hier los, ey? Voller Hustanfall. Das ist die einfachste Möglichkeit, die Viecher abzubremsen und Platz zu machen. Schießt ihn einfach vor die Füße, haust die Kniebühl weg, nicht Kniescheiben. Boah. Ja, ohne Füße können sie nicht mehr rennen. Und zapp, zapp. Ah, toll, ich hab gerade wieder ein richtig cooles Tor. Arsch, war einfach nur ein Todeshelles Licht. Ja, toll. Muss halt immer so scheiß dunkel sein. Verschlossen. Was war das denn jetzt für ein Bug? Ja! Geiler Shit. Was ist denn jetzt los? Weil jetzt hier ein Rätsel werden wird. Hm, 35 Leben. Okay, ist gut. Ich weiß echt, wo muss ich hin? Was ist denn raus? Das ist hier ein Maschinenraum hier. Okay, da komme ich weiter. Da ist verschlossen. Da brauche ich wahrscheinlich eine Batterie für. Was ist das denn da? Tipps in Credits, okay. Ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt gerade hinlaufe. Mit Hund. Heißt, hier kommt gleich wieder ein Obermufti-Vieh. 12, 12, genau drei von denen. So viele Waffen kriege ich jetzt noch, was? Ja, Schrotflinte. Ja, gut, keine Ahnung. 308 Credits habe ich erst. Coole ist, diesmal bei dem hier haben sie mal drauf geachtet, der zieht ja die Waffe zurück.
Oder die, beziehungsweise die Waffe drückt sich nach hinten. Bei anderen Spielen kannst du aber so durchlaufen. Toll. Ach ja. Habe ich da natürlich jetzt richtig eine Suppe gelassen. Mal wieder. Ja, Spaß. Na, ich glaube nicht. Wie? Das war's jetzt? Deswegen bin ich jetzt hier gelaufen wegen dem Plunder. Ist das euer Scheiß? Euer Scheiß ernst? Na, Hauptsache Helm tragen. Hat die mir nicht ganz so geholfen da. Beziehungsweise hätte man Helm getragen. Wie jetzt? Das war's? Nee, hey, gibt's hier nicht. Ach so, da. Ah. Vorbei den ganzen schmierigen Eiern. Ich sehe aber gerade gar nichts, wo muss ich denn hin? Da. Komm, zeig dich, du Müffi. Okay, da kommt jetzt irgendwas. Geht Arschvieh, Alter. Richtig dreckiges Arschvieh. Schön. Jetzt. Inventar voll, was hab ich denn alle? Habe ich doch wieder einen Akkusatz mitgenommen? Ja. Okay. Was meinst du über das? Boah, ich habe mir voll die Fette vor schon halt. Nervt mich richtig, ja? Okay, also heißt wieder zurück. Atmosphärisch und grafisch ist das Ding ein richtiges Brett. Da ist richtig geil. Und jetzt so langsam muss ich sagen, gefällt es mir. Jetzt, wo ich weiß, wie ich diese Müllviecher da auch platt machen kann, ohne dass sie mir richtig hart auf den Zack gehen. Und ich da diesen scheiß Nahkampf machen muss. Kann man sich so langsam mal drauf einlassen. Alter! Alter! Das sieht richtig geil aus. Hier gibt's einen scheiß Wald drin. Zumindest einen kleinen Wald. Und Alter, was ist da denn? Und eine Karre? Warte mal, das ist. Dieser Planet ist auch einfach scheiße, wa? Perfekter Ort für ein scheiß Gefängnis. Was packt der da hier und so rum? Alter, was ist los? Da
Aber man weiß immer noch nicht, warum diese ganze... Ich hab's geschafft. Hörst du mich? Klar und deutlich, Mann. Und gutes Timing. Bin auch gleich da. Ich sehe die Bahnstation auf der anderen Seite. Wir treffen uns dort. Nicht so schnell. Siehst du das Gebäude Sauerstoffverarbeitung? Da drin ist eine Sicherheitsstation. Du musst da rein und die Abriegelung der Kuppel aufheben. Vorher kann ich die Bahn nicht reinfahren. Ich dachte mir schon, dass da noch was kommt. Klar. Oh, klar. Klar, hier hängen sie wieder alle voll. Brauche ich gar nicht angreifen. Zusehen, dass der uns auch nicht kriegt. Der hat schon gute Arbeit geleistet. Technikerraum. Scheißegal, Sauerstoffverarbeitung. Alter. Wir müssen das eindämmen. Die Bahn liegt alles ausgefahren. Es könnte verseucht sein. Mach die Tür auf, Feigling. Ich brauche den Code. Mhm. Ich brauche den Code. Autorisierung erforderlich. UJC-Druck wünscht Ihnen einen 382. Ja, was soll ich denn damit anfangen? Damit kann ich nichts anfangen, aber meine Pistole ist ja eh voll vergeben. Könnte ich einen theoretischen Adapting verbessern, ne? Blocken Konterangriff. Beschleunigung. Oder ich spare dafür. 800. Na, ich spare für 800 für die Knarre hier. Kann er nie schaden. Oh, der ist trotzdem nicht geschafft. USG Ishimura. Also, da irgendwie zusammenhängt oder im gleichen Universum spielt. Botanik. Einsammeln. Wertstoffhof. Ist das eh voll, wa? Ja, aber, ja gut. James Reese. Officer James Reese. Jacob Lee. Hey, nachher kommen wir da, glaube ich, ne? Evan Hayes, Bidwell. Wo ist der Fritzin? Officer. Officer James Reese. Wachhalter. Wir müssen evakuieren. Negativ, wir müssen das eindämmen. Solange ich hier das Sagen habe, haut ihr nicht einen Insasse ab. Aber Sie verstehen das nicht. Das sind
Keine Insassen! Nicht mehr! Ja, aber recht hat er recht. Aber was bringt mir das, wenn ich jetzt hier bin? Okay, hier ist aber. Sorry, Kumpel. Musste. Weiß nicht. Muss auf die Kiste und den Text gab's hier wohl nichts. Tja, so ist halt recht einfacher. An. Ne. Botanik einsammeln. Wow. Zu schreien. Wer denn da hat sie Quatsch? UJC Doc zu ihren Diensten. Die UJC haftet nicht für eventuelle Defekte. Qualitätsprüfung bestätigt. Das kann ich switchen. Sauerstoff. Und Rauch ist immer sehr. Verdächtig. Inventar voll. What? Weiß zwar nicht, aber. Ich würde sagen, von Rauch ist immer sehr verdächtig. Ja. Möchtest du auch gerne nochmal hier hinkommen? Kill the virus. Was ist ein Virus denn? Der hier ausgebrochen ist? Jetzt, wie kann ich den denn jetzt mitnehmen?
Achso, die Munition sind ausgebaut. Gut, so Leute, ich muss sagen, dann bin ich mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Bock drauf hattet. Gut, ja, was werden wir machen? Sauerstoffherstellung durchqueren, diese dämliche Sperre da, diesen Lockdown da aufheben, damit wir da zur Monorail kommen. Sollte easy peasy lemon squeezy sein. Aber man weiß ja nicht, vielleicht kommt da dann irgendwie so ein Obermufti, der einen dann wieder richtig hart auf den Sack geht. Aber das wird sich ja dann zeigen, wenn man hier so weiter durchläuft. Bin gespannt. Mal abwarten. Ja, ich muss sagen, so langsam gefällt mir das Spiel. Wäre übertrieben, aber ich zock's schon mit mehr Bock, als man noch gezwungen war, mit diesem scheiß Knüppel da rumzuwedeln. Das ging mir richtig hart auf den Sack. Ich sage, ich habe ja noch einige Kommentare zu dem Spiel gelesen und einige feiern es, andere hassen es. Ich bin eher zu dem Typ, zu der Fraktion, ich hasse es. Meins ist es nicht. Aber jedem das seine, ich habe da keinen Bock drauf. Kann jetzt einigermaßen entspannt hier durchlaufen. Oder dass ich jetzt mich wieder 5000 Mal aufregen muss. Aber komm. Würde ich sagen, ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei. Ich kann es gerade mich sehr darauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.